Oh, fuck! Ey, wirklich so, ohne diese Hinweise, ich wäre total verloren. Okay. Ich habe schon fast damit wieder gehadert, aber... Ach, scheiße, wo war das? Ah, nee, scheiße, ich muss das so machen wie hier. In dem Haus unseres Vaters hat sich nichts verändert gehabt. Sind wir doch in irgendeinem anderen Universum gelandet? Oder ist das hier die Realität? Auf jeden Fall hat unser Vater uns die Adresse von dem Next-Labor hinterlassen in dem Haus. Und wir sind jetzt auf dem Weg dorthin. Ich bin mir nicht mehr sicher, was hier real oder nicht mehr real ist. Fakt ist... Die Story wird richtig heiß jetzt, also es spitzt sich irgendwie alles zugefühlt. Und wir werden jetzt mit dem Kapitel anfangen. Und damit, hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu diesem neuen Part von Tiny Room Stories. Mein Name ist Dama Rip und ja, wie schon gesagt, wir haben beim letzten Mal die Adresse von dem Next Lab herausgefunden. Hier, Next Lab. Und sind jetzt auf dem Weg dahin, weil... Dieses Thema mit diesem Kristall ist doch größer wahrscheinlich als wir denken, weil es scheint doch irgendwas zu sein von wegen... Also einige Leute glauben, das ist auf göttlicher Hinsicht etwas, was uns halt verbindet mit diesem Kristall und was uns halt glauben lässt, wir haben eine Seele. Aber andere denken, das ist einfach nur eine sehr starke Energiequelle, mit welcher man einfach keine Experimente machen darf. Leute haben es aber gemacht, vielleicht ist auch durch diese Sache die ganze Menschheit irgendwie ausgerottet, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind wir jetzt hier bei dem Kapitel Next Lab. Nachdem du das Haus deines Vaters zum zweiten Mal besucht hattest, fandest du seinen Brief an dich. Er schrieb die Ereignisse von deiner Ankunft sowie die Adresse deines Labors, in dem du nach Angaben deines Vaters die Antworten finden und verstehen wirst, was als nächstes zu tun ist. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Das Next Lab steht hier. So. Okay, wir haben hier Auto. Okay, etwas Flaches wird benötigt, um das zu öffnen. Okay, wir haben hier Autos. Wahrscheinlich ein Prototyp. Ja? Gehe ich davon aus? Okay, warte mal. Können wir rein in das Gebäude? Wir können rein. Okay. Let's go. Es ist keiner drin. Aufzug geht nicht. Das geht nicht. Security. Warte mal. Was haben wir hier auf dem Tisch liegen? Es gibt nichts Interessantes hier. Hier ist ein Fingerabdruck. Kann ich mir nicht irgendwo Dings stibitzen? Klebeband? Hier ist ein Schlüssel. Klebeband! Super, machen wir das gleich. Damit ich es nicht vergesse. So, wir haben den Fingerabdruck. Weil ich kenne das aus Serien, dass man das macht. Also, WC-Schlüssel haben wir. Oh. Fingerabdruck die zweite. Und Fingerabdruck die dritte. Okay, wir haben jetzt drei Fingerabdrücke. Wahrscheinlich für jeden Erkennungscode gefühlt. Okay, wo ist das WC? Hier ist das WC. Gehen wir mal hier rein. Okay, Frauen, Männer, Lagerraum. Okay, ich wusste gar nicht, dass Lagerräume sich auch... oh Gott. Interessant, gut. Wir haben hier einen Mülleimer, der sich nicht drin lässt. Wir können das hier aufmachen. Kann ich hier irgendwas... Eine Kettenreaktion Nein, okay. Wahrscheinlich wird dann auch wieder, wenn ich hier mit warmem Kaltwasser spiele... Ach, was haben wir denn da? Ein Fingerabdrücklein. Okay, hier ist aber nichts weiter. Hier ist auch nichts weiter. Okay, dann gehen wir mal in die Toilette für Lager... Ah, nee, ich sehe es gerade verschlossen. Okay.
Wie machen wir denn das jetzt? Security war doch hier, ne? Ja. Fingerabdruck. Ungültig. 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 Er passt. Okay, der vom Klo war das, glaube ich. Oh Gott, okay. Wir haben hier einen Schrank, der leer ist. Okay. Was haben wir hier? Blablabla, Schlüssel. Erstmal die Akten hier durchforsten. Hier ist nichts drin. Okay, was haben wir hier drin? Oh, nochmal Akten. Ich liebe Akten. Natürlich nicht. Aber ich liebe Sachen zu ordnen. Gewisse Sachen natürlich. Oh, okay. Empfangspasswort. Dankeschön. 37825. Oh Gott, meine 5. Ist immer so zerknoddelt. Achso, scheiße, ich nehme das mit. Na gut, never mind. Das Ding ist, ich weiß halt immer nicht, okay, was nehme ich mit, was bleibt dort an der Stelle. Und deswegen schreibe ich mir die halt immer gleich auf, die Sachen. Damit ich das halt auch nicht vergesse und dass ich das halt bei mir habe. Nee, aber wenn es so um Organisation geht, bin ich schon... Zugangskarte einstecken. Okay. Was? 3 erforderlich? Warte mal, 3 Zugangskarten oder Zugangskarte 3 erforderlich? Egal. Können wir den... Oh, damit können wir den Aufzug aufmachen mit einem Schlüssel. Okay. Gut. Aber was wir machen... Wir geben jetzt mal den Code hier ein. Okay. Zugangskarte einstecken. Wir haben aber keine. Na gut, dann gehen wir jetzt in den Aufzug. Oh Gott. Halle, Physiklabor, Biologielabor, Hauptlabor, Kontrollraum. Ich würde mal sagen, 2. Stock. Boah, das ist so cool gemacht, dass man jetzt halt diesen Schacht hier sieht. Okay, dieser Schacht wird gerade renoviert. Oder diese... Okay. Leer. Mal sehen, was der nächste Raum bringt. Okay. Leer. Okay, hier gibt es nichts Nützliches. Doch, hier ist eine Tür. Ach, hier komme ich hier durch. Okay, was ist, wenn ich jetzt hier... Ich habe doch einen Schlüssel. Nee, das geht nicht. Okay, das wird hier komplett renoviert. Kann ich auch so hier nicht rein? Nein. Aber das bringt mir eigentlich nichts, wenn die Tür zu ist. Okay, dann gehen wir mal ins Biologielabor. Schick Baum. Okay, wir haben hier... Was? Bewässerungseinstellung drehen. Was bringt mir das? Ich kann das drehen. Okay. Nee, das ist nicht der Schlüssel dazu. Warum kann ich das drehen? Vielleicht, dass jede Seite was abbekommt? Zugangskarte erforderlich. Hab ich noch nicht. Na gut, dann wollen wir doch mal ins Stockwerk 4. Und da mal gucken. Okay. Oh, hier sind Leute abgebildet. Das hat doch bestimmt auch was damit zu tun. Hauptlabor? Der will mich da auch nicht reinlassen. Okay. Kontrollraum. Kontrollraum klingt immer so, als ob man Kontrolle hätte. Ach du Scheiße, leg mich am Arsch. Das geht nicht. Zugangskarte. Peter Stone. Okay. Kontrollraum. Zugriff 4. Na gut, dann muss ich nochmal ganz runter in die Halle. Und da nochmal gucken. Also, Security. Was war bei der Security? Brauchen wir die Karte? Warte mal, es gab doch jetzt ein Dings, da habe ich noch nicht bis zum Schluss geschaut. Na gut. Hat sich auch nicht revidiert. War jetzt noch eine Sache? Es muss doch eine Sache zu sein. Achso, doch, hier der Lagerraum. Bin ich bescheuert. Na gut, dann werde ich hier bestimmt das finden, was ich brauche. Hier ist nämlich ein Schraubenzieher. Hier sind irgendwelche keine interessanten Sachen. Dein Ernst? Was ist das? Nix. Feuerlöscher darf ich nicht mitnehmen, okay. Hier sind Handtücher. Wozu? Warte, was? Wozu brauche ich denn jetzt einen fucking Schraubenzieher?
Nein. Nein. Biologielabor? Weil hier war doch. Warte. Ich geh erstmal hier. Nochmal hier ran. Nee, kann ich nicht so aufmachen. Ich habe jetzt einen Schraubenzieher. Für was? Biologielabor. Brauche ich die Zustellung? Dings. Weil jetzt wird's wieder difficult. Dass er aber auch nicht mal sagt, ich breche mal ein paar Sachen hier auf, Digga. Nee, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Kann ich die Farbdinger hier aufmachen? Nö. Das ist kein Trick, den er anwenden will. Anscheinend. Nein. Bleibt so. Okay. Biologie. Dann gehe ich nochmal ins Hauptlabor. Oder kann ich mit. Nein. Aber es hat irgendwas hier mit den, also irgendwas spielt ja auch noch eine Rolle, weil das ist lila, grün, rot, gelb und das, die haben halt alle irgendwie verschiedene Hüte, Haarfrisuren, ich habe keine Ahnung. Wie das so, und das werde ich auch safe nicht mit den Dings aufmachen können. Was muss ich machen? Ach, scheiße, stimmt, das Handschuhfach im Auto. Dann habe ich ja jetzt gar nicht mehr gedacht. Oh, fuck! Ey, wirklich so, ohne diese Hinweise, ich wäre total verloren. Ich wäre total verloren. Stimmt, hier. Einmal aufmachen, bitte. Okay, gut, dass niemand in der Stadt ist. Ich habe die Zugangskarte 1. Nee, ist das Zugangskarte 1? Ja. Aber wofür benutze ich die? Nee. War die vielleicht für hier vorne? Ja. Zugangsberechtigung erhöht. Oh, jetzt habe ich die 2. Das ist cool. Also ich kann mich hier so aufputschen. Irgendwie. Was brauche ich dich hier für eine? Die 2. Nee, die 3. Scheiße. Welche brauchte ich jetzt für die hier nicht? Ich gehe mal in die 3. Weil irgendwo konnte ich doch mit der... Ich konnte so viel irgendwie mit der 2 gefühlt öffnen. Ja, hier. Was ist hier los? Was ist hier Sache? Korridor? Achso, das ist das. Okay, einige Container. Hier ist noch eine Tür, die ist verschlossen. Was haben wir hier? Gefahrstoff im Arbeitsbereich. Reinigungsvorgang erforderlich. Element... Was? Okay. Das ist es, glaube ich, nicht. Okay, das ganze Zeug habe ich noch gar nicht. Okay, halt... War halt natürlich nicht richtig. Of course. Da kann ich nicht rein. Aber... Oh, was ist hier? Hier war ich doch noch gar nicht drin. What? Hier ist blub blub. Hier ist ein Schlüssel. Okay, was zählt denn dann hier? Nee. Es zählt, glaube ich, das hier, richtig? Ich check nicht, wo da ein Code sein soll. Gib den ein. Das Passwort ist auf dem Ring, um den Baum zu sehen. Na ne, das wollte ich nicht. Ich wollte das am Baum sehen. Digga, ich will wissen, wer da einen fucking Ring sieht. Oder muss ich hier weg? Nö, ich check's nicht. Komm, Leute. Wir wollen uns jetzt hier nicht so lange damit aufhalten.
Wir nehmen jetzt einfach hier. Zack, das ist der Code. What the fuck? Das stand doch niemals. Wo? An welchem gottverdammten Baum stand das? 7, 5, 7, 3, 9, 1. Oh Gott. Ach du Scheiße. Freigesetzt werden. Unten. Was? Was muss freigesetzt? Achso. Bei Experimenten kann ein gefährliches Gift im Arbeitsbereich freigesetzt werden. Unten finden Sie die Okay, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Okay. Das brauche ich. Wieder Block umdrehen. Das ist die erste. Dann habe ich zwei von diesen IUs. Also zweimal I. Dann kommt das eine Tiefe und dann kommt dieses Ui. So, dann habe ich das. Das mit dem anderen Computer checke ich noch nicht. Aber bestimmt, nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber bestimmt irgendwann kommt da meine Zeit. So, das ist richtig. Das muss ich auswählen. Das sind nämlich die beiden. Das ist dieses Tiefe. Da. Ja. Das ist das. Genau. Ach so. Nee, das ist das. Aber jetzt weiß ich halt das noch nicht. Ne? Hab halt so gar keine Ahnung. Also das weiß ich, aber... Warte mal, wie ist es denn jetzt? Was oben unten an? Hä? Ich check das nicht. Auf jeden Fall die beiden ersten. Ach, scheiße. Das ist richtig. Dann kommt das. Dann das. Keine Ahnung, wieso man darauf kommt. Basierend auf den von Dr. House erhaltenen Spektren kam ich zu folgenden notwendigen Parametern für die Lieferung von Substanzen und okay, A, die Anzahl des Spektrums hoch. Die Anzahl der Negativ-Specs runter nicht berühren. Maximal die Anzahl der positiven Peaks der Spektren hoch. Ach du Scheiße. Jetzt. Die Türen sind offen. Okay? Das ist doch jetzt zu dem hier, oder? Ja. What the fuck? Okay. Was für ein Geruch? Was ist das? Was ist das? Okay, hier sind irgendwie Labormäuse. Und da ist es aufgebrochen. Ich denke mal, die sind weg. Ist schwer hier zu atmen. Okay, ich habe die Zugangskarte 3. Okay, kann ich hiermit irgendwas machen? Einige Pflanzen. Okay, gut. Lieber hier wieder schnell raus. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Zugangskarte 3 und den Schlüssel. Für das Teil kann ich jetzt hier endlich ran. Kann ich? Ach du Scheiße. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Egal, wir... Warte mal, wo muss ich hin? Hier, Hauptlabor. Da war auf jeden Fall mit der 3 zu dingsen. Richtig? Ja. So. Ach du Scheiße. Lysiaius-Kurve. Lysiaius. Okay, was? Da ist doch was drinne. Ja, stimmt. Ah. Notfallobjektauswurf. Okay.
Ach du meine Fresse. Wahrscheinlich ein Tippfehler. Wir sollten der Form der Lysaius-Figur vertrauen. Also die sagen, die 3 ist ein Tippfehler. Warte mal, was ist denn das dann? Das ist dieses Gewurzel. Ach nee, gibt ja gar keinen Sinn hier. Wir sollten der Dings vertrauen. Welche ist denn das dann? Diese hier. Oder? Nein, die mit mehrere. Nein, die. Die ist es. Also A ist gleich, warte mal. A ist gleich 3 und B ist gleich 2. Sollte ich mir mal notieren. Was ist hier? Oh, Hauptlabor, was? Das habe ich halt noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber mit der 3 konnte ich doch noch ganz oben was machen, richtig? In eine Tür konnte ich doch mindestens noch rein. Hier, in die. Zu Peter Stone ins Büro. Okay, das ist hier schon leider weg. Die Zeichnungen sind nicht vollständig gelöscht. Ach so. Warte mal. Dann ist Rechteck 2. Dreieck. Nee, Dreieck 2. Quadrat 1, 2, 3, 4, 5. Okay, habe ich es mir mal aufgeschrieben. Das kann ich mir nur von der anderen Seite angucken. Okay. Hier haben wir wieder das. Habe ich aber noch nicht. Was? Das ist leer. Es scheint, dass diese Aktentasche verwendet wurde, um Kristallfragmente. Was? Okay, never mind. Ein Foto meiner Eltern. Ach so, Peter Stone war unser Vater. Ist das das Passwort? So einfach kann es nicht sein. Also 1901. Was war's? Doch. Zugangsbereich öffnen. Zugangskarte einstecken. Okay. Okay, und Post. Von Chris Ratz. Okay, wichtig. Kristall. Peter. Was ist das für ein kindische Einstellung? Du bist ein Wissenschaftler. Habe ich's doch gesagt. Sei nicht wie Filch mit seiner fantastischen Ansicht, dass der Kristall ein Zeichen des Göttlichen in unserer materiellen Welt ist. Tests haben bewiesen, dass es sich um ein Mineral mit einer unglaublichen Energieversorgungskraft handelt. Wir teilen ihn und verkaufen die Stücke. Es ist an der Zeit, dass du deine Experimente auf der Suche nach weiteren Intelligenz in einem Element des Periodensystems beendest. Wir beginnen mit der 2. Phase. Die Fragmente sollten verpackt und bis Dienstagabend an unser Lager geschickt werden. Okay, 27. Gordon Street. Bald wirst du in der Lage sein, mit deinen eigenen Fragmenten so viele Experimente durchzuführen, wie du willst. Aber auf eigene Kosten. Mit freundlichen Grüßen, Chris Redd, Bürgermeister von Redcliffe. Okay, weitergeleitet. Konversation. Okay, was? Sehr geehrter Herr Redz, meine jüngsten Experimente am Hauptkristall zeigen das Vorhandensein unvorhersehbarer Effekte. Einfach ausgedrückt ist es, als ob der Kristall selbst entscheidet, ob er auf einen beliebigen Einfluss reagieren will. Ich habe beobachtet, dass die Entscheidungen immer unberechenbarer werden, je mehr Stücke abgebrochen werden. Dies führt mich zu dem Entschluss, dass es eine Art von Intelligenz besitzt und dass es ihm sehr unangenehm ist, wenn Teile abgebrochen werden. Ich empfehle dringend, weitere Aktionen einzustellen, bis genauere Untersuchungen zu diesem Thema eingeführt wurden und die Fragmente in den Hauptkristall zurückgeführt wurden. Hochachtungsvoll, Peter Stone. Interessant. Vater hatte anscheinend recht, das ist es, wozu er mich gedrängt hat. Ich muss alle Fragmente finden.
What? Okay. Interessant. Hier kann ich nichts aufmachen. Gut. Interessant. Dann kann ich ja jetzt hier rein mit der Zugangskarte 4 öffnen. Ach du meine Fresse. Da ist doch so ein Teil. Ach du meine Güte. Okay. Das befindet sich in der aktiven Phase. Das Objekt kann nicht ausgeworfen werden. Funktioniert nicht. Okay, warte mal. Ich habe doch diese Dinger gehabt. Das hier. Das ist komplett alles unten. Und das muss Mitte oben. So eigentlich, ne? Ja. Das muss unten sein. Nee, hoch. Und jetzt. Funktioniert nicht. Aktiviert steht da unten auf der Platte. Okay. Also irgendwas fehlt. Jetzt überlege ich, ich konnte doch noch in dem einen Stockwerk auch nochmal mit der 4. Nee, doch nicht. Hier war ich schon drinne. Mit der Kurve hatte das aber hier nichts zu tun, oder? Systemeinstellungen. Wahrscheinlich ist es ein Tippfehler. Wir sollten der Dings vertrauen. Aber was mache ich jetzt damit? 3:28 Uhr nachts. Ach, da ist es. Das ist okay, das brauchen wir halt. Das ist 1, das ist 3 und das andere ist 4. Okay. Ich habe schon fast damit wieder gehadert, aber... Ach, scheiße, wo war das? Das war im Hauptlabor. Beziehungsweise, das versperrt uns den Eingang zum Hauptlabor, aber jetzt wissen wir es ja. Und zwar das 1, das hier 4 und das andere 3. Bingo. Oh, jetzt sind wir hier in dem Raum. Okay, hier oben ist das Kontrollpanel. Hier kommen wir nichts. Es sieht aus wie ein Kristallfragment. Es ist schwer zu bekommen. Objekt auswerfen. Okay. Ach so, hier auf der anderen Seite auch noch. Okay. Nee, abbrechen will ich es ja gar nicht. Also das ist, glaube ich, schon mal gut, oder? Weil dann kann ich ja jetzt wieder ganz hoch... Ich muss zum Korridor. Aufzug. Jetzt kann ich, glaube ich, ganz hoch und dann das jetzt auswählen, richtig? Hier, Kontrollraum. Oh, hier. Warte mal, das war 0,7? Das lasse ich jetzt mal. A war 3. Und das war 2. Funktioniert nicht. Ja, doch. Hä? Nee, das ist es nicht. Das ist es. Nee. Mal sehen, was passiert. Okay, auswerfen des Objektes in 2, 1. Was? Ich muss schnell den Kristall nehmen und gehen. Was? Scheiße. Hauptlabor? Ach du Scheiße. Hier rein? Nee, fuck. Hier? Nein, ich will da rein! Oh Gott. Ich kann es nicht mit meinen puren Händen nehmen. Hier! Okay, es ist Zeit, im Lager... Was? Warum ins fucking Lagerhaus? Aber es läuft kein Countdown, ne? Das ist gut. Lagerhaus... Nee.
Wo muss ich hin? What the fuck? Das war wahrscheinlich der Grund, warum Eltern ihre Kinder nicht mit zur Arbeit nehmen. Sagt er. What the fuck einfach. Okay, aber das Geile ist, wir haben jetzt den Aktenkoffer mit einem Teil des Kristalles und wir müssen wahrscheinlich alle Kristallstücke finden und die zusammenführen. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, war das jetzt nochmal complicated. Aber ehrlich, ich wusste nicht mehr weiter da bei diesem Kontrollpult. Im Labor wurde eines der Kristallfragmente gefunden. Der Rest wurde ins Lager verschickt. Boah. Okay, das schauen wir uns aber dann wirklich beim nächsten Mal an, Leute. Alter, es wird nochmal so sau spannend. Und ich bin mir wirklich sicher, dass wir nochmal auch in dem Spiel hier komplett gefühlt durch die City reisen, um halt diese Fragmentstücke zu finden, weil die überall verteilt sind. Alter, okay, gut. Das war's aber jetzt erstmal mit diesem Part von Tiny Room Stories, Leute. Wenn euch dieser Part gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Abonniert diesen Kanal und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr solche und andere Videos nicht mehr verpasst. Und besucht mich doch auch gerne mal auf Instagram, dort heiße ich da.ma.rip. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal hier dann wieder, Leute. Also bis dahin, tschüss und macht's gut.